Minister, wir haben gestern die Verkündung des Abschlussberichts zur Zukunftskommission Landwirtschaft erlebt. Wie bewerten Sie diesen Bericht? Für mich ist der Bericht dieser Zukunftskommission ein echter Lichtblick, denn wir schaffen es, endlich rauszukommen aus den bisherigen verkrusteten Haltungen und schaffen es, eine gemeinsame Haltung gesellschaftlich übergreifend für die Zukunft der Landwirtschaft zu formulieren. Und das ist ein echter Kraftakt. Und ja, da sind viele Fragen noch offen, da sind viele Ängste auch noch im Raum, in welche Richtung das geht. Aber es gibt uns die Möglichkeit, darauf aufbauend jetzt auch wirklich Maßnahmen zu ergreifen, zu sagen, alles klar, welche Investitionen brauchen wir denn jetzt auf den Betrieben? Wo muss es Förderanreize geben? Wo brauchen wir vielleicht auch neue Rahmenbedingungen, damit die Ziele erreicht werden können von den Betrieben? All das kann die Politik jetzt mitnehmen und dafür ist der Bericht richtig gut. Und es ist auch für uns im Land natürlich genau die richtige Richtung, weil wir das auch mit dem Zukunftsdialog Landwirtschaft hier im Land genauso anpeilen. Und es gibt uns Rückenwind. Müssen die Landwirte, die das ja umsetzen sollen, Angst vor der Zukunft haben? Sie haben es offensichtlich, denn der Gegenwind ist scheinbar sehr groß. Ich kann jeden verstehen, der oder die jetzt Angst haben vor den Herausforderungen und vielleicht auch dem Braten noch nicht ganz trauen, dass am Ende tatsächlich die Förderung, das viele Geld, das notwendig ist, um umzusteuern, dass das auch fließt. Ich will aber auch deutlich machen, dass mir jedenfalls, und das sehe ich auch für viele andere Akteure in der Politik, absolut klar ist, ohne diese Anerkennung von Leistungen, ohne die Vergütung und auch eine wirtschaftliche Perspektive, wird es ja gar keinen Partner geben, um die Ziele umzusetzen, die in einem solchen Bericht drinstehen. Wir brauchen die landwirtschaftlichen Betriebe, das hat die Politik erkannt und das haben aber auch die Natur- und Umweltschutzverbände mittlerweile erkannt. Und das ist der große Vorteil, der in einem solchen Bericht jetzt liegt. Und dann gilt es, den jetzt einfach auch beherzt zu ergreifen. Es gibt ja durchaus auch Umweltverbände, die da nicht mitmachen, die auch von der Seitenlinie kritisieren. Wie geht man mit denen um? Es gibt in solchen Prozessen, wo man sich trauen muss, ein Stück nach vorne zu gehen und alle auch gegenüber ihren eigenen Leuten erklären müssen, warum man jetzt bereit ist, Kompromisse einzugehen, gibt es immer auch Akteure, die abspringen, die sagen, das kann ich nicht mittragen. Das ist okay, das ist nicht immer gleich dramatisch, denn wichtig ist, dass die große Breite der Verbände und der Beteiligten dabei ist. Wenn wir 80-90% mit an Bord haben, dann heißt das, das ist eine gesellschaftliche Mehrheit, ein fast Konsens und dann hat die Politik ein klares Mandat und alle anderen müssen sich dann eben im Zweifel von der Seitenlinie weiter einbringen, können aber eben letztendlich auch nicht mehr mitbestimmen, in welche grundlegende Richtung es geht, weil eben dieser Konsens erarbeitet wurde und damit für uns auch eine Leitlinie ist. Für die Landwirte ist das Wichtigste Planungssicherheit, Verlässlichkeit. Bei den Finanzen sehen Sie eine Verlässlichkeit, so verstehe ich es. Wie sehen Sie die Verlässlichkeit in Bezug auf die gesellschaftliche Meinung, vielleicht das Ansehen der Landwirtschaft? Meines Erachtens ist es wirklich von enormer Bedeutung, dass man die Menschen jetzt an der Stelle nochmal mitnimmt und ihnen deutlich macht, dass Landwirtschaft ihr Partner ist, dass wir gemeinsam in einem Boot sitzen, dass landwirtschaftliche Produktion nicht etwas ist, was ganz weit weg von uns stattfindet und was mit uns nichts zu tun hat, sondern das ist ein Teil unseres Lebens und wir alle gemeinsam tragen auch Mitverantwortung dafür, wie diese funktioniert, im Zweifelsfall zumindest an der Ladentheke und dass das eben auch bedarf, dass wir eine Wertschätzungskultur bekommen, eine Kultur, in der Lebensmittel auch wieder mehr Wert bekommen und von uns Wert als Wert begriffen werden. Und diejenigen, die Lebensmittel produzieren, von uns auch Anerkennung erhalten. Und da, glaube ich, sind wir als Politik auch gefragt, diese Kommunikation jetzt anzuregen und den Kontakt auch wiederherzustellen, der in den letzten Jahren verloren gegangen ist. Und wenn wir das noch einmal auf europäische Ebene ziehen, gibt es Vergleichbares in Europa? Auf der europäischen Ebene sehe ich diese Diskussionen auch. Wir haben ja zum Green Deal und auch der Frage, wie können die neuen Mittel der neuen Agrarperiode aufgeteilt werden, viele Diskussionen gehabt, wo sich auch viele eingebracht haben, wo auch die Landwirtschaft natürlich mit an Bord war. Klar ist aber auch,
es gibt immer noch sehr unterschiedliche Auffassungen in Europa und sehr unterschiedliche wirtschaftliche Strukturen. Und das gilt es jetzt eben auch weiter zusammenzuführen. Denn wenn wir wollen, dass wir hohe Standards auf dem gemeinsamen Markt haben, dann müssen wir die auch europäisch schaffen, weil es kann nicht sein, dass am Ende die Standards, die wir uns wünschen, gleich wieder unterwandert werden von Produkten, die aus den anderen Mitgliedsländern der Europäischen Union kommen. Da müssen wir für streiten, dass diese Standards gemeinsame Standards werden. Und dann gilt es natürlich auch deutlich zu machen, dass wir mit diesem gemeinsamen Markt auch auf der Welt für die gemeinsamen Interessen eintreten, also zum Beispiel auch im Handel dafür sorgen, dass unsere Interessen gewahrt bleiben. Ich glaube, da sitzen wir auch wirklich gemeinsam in einem Boot, weil es sowohl darum geht, europäischen Anspruch auf hohe Standards auch in die Welt zu tragen, als auch darum geht, die europäischen Produzierenden und die Betriebe hier in Europa auch ein Stück weit zu schützen vor Niedrigdumping und, sage ich mal, nicht angemessenen Produktionsmethoden. Wenn Sie mögen, dürfen Sie jetzt den Landwirten noch einmal Mut machen. Ich hoffe, dass alle Landwirtinnen und Landwirte Lust haben, gemeinsam auf eine zukunftsfähige Landwirtschaft, auf eine, die wirklich wirtschaftlich leistungsfähig, auch auf Dauer in der Lage ist, aus Deutschland, aus Schleswig-Holstein heraus wettbewerbsfähig zu sein, dann werden wir es auch schaffen. Das heißt natürlich, dass wir schon jetzt nochmal eine Veränderungsphase haben, wo alle sich auch nochmal besonders bemühen müssen, wo neue Kräfte auch gebraucht werden. Junge Leute, die in die Landwirtschaft gehen und sagen, ich möchte die Landwirtschaft der Zukunft mit aufbauen, gemeinsam mit der Gesellschaft und der Politik. Und ich möchte Sie dabei absolut unterstützen und Sie haben meine absolute Rückendeckung. Wir wollen die Zukunft der Landwirtschaft aktiv in die Hand nehmen. Wir wollen die Mittel und Notwendigkeiten dafür auf den Weg bringen. Und da haben Sie auch mein Wort, dass das, was wir gemeinsam jetzt festgehalten haben im Zukunftsdialog und auch in der Zukunftskommission auf Bundesebene, dass das für uns die Leitlinie ist und immer genau daran entschieden wird, wohin es weitergeht.